Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 16 und dem Beagle. Wir sind in der Burg und müssen einen Weg finden. Gibt nur zwei. Ich will meinen Hund streicheln. Hund, darf ich dich nicht. Ich darf dich nicht streicheln, Entschuldigung. Was? Aha. Ein Fenster tut's auch. Ein Fenster tut's auch, Leute. Habt ihr gehört? So ein Angeber. Ja, und? Da bin ich ja ein Angeber. Wen interessiert's? Wo muss ich lang? Okay. Nun, die Kaiserlichen hätten wir gefunden. Zumindest was von ihnen übrig ist. Hund sagt hier lang, also gehe ich hier lang. Mist. Sie sind überall. Na gut, dann ist das so, dann kämpfe ich halt. Ich bin groß. Ich bin beeindruckt, wie sehr einige Ringe die Kämpfe erleichtern. Weil dadurch, dass ich Ring des Angriffs drin habe, macht er einige Attacken automatisch. Was mich darauf konzentrieren lässt, dass Ausweichen auf einer ganz seltsamen Taste liegt. Ich will immer instinktiv Kreis zum Ausweichen drücken, aber das ist sich Gegner nähern. Und dahingehend muss ich sagen, danke für den Ring des Angriffs, der automatisch ein paar Angriffe macht, wenn ich nicht dran denke. Wo Gegner? Sieht aus, als wären hier irgendwo Gegner für mich. Ja. Willkommen zurück, Herr Kommandant. Alter, greif Sid nicht an. Nicht lang. Wenn du Sid angreifst, hast du Probleme mit mir. Weil ich mag ihn. Du weißt, was zu tun ist. Sein Wille ist gebrochen. Drauf, drauf, drauf. Ja. Hab ich ja vorhin keine Special-Attacke über. Naja. Willst du mehr? Bleib zu dir. Los. Du weißt, was zu tun ist. Nein, nein, ausschalten. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Au. Die Attacke habe ich voll mit dem Gesicht gefangen. Die Attacke habe ich aber richtig mit dem Gesicht abgefahren. Passiert. Du hast nie halbe Sachen gemacht, oder, Benedikta? Nein. Die Festung wurde geradezu überrollt. Warte mal, muss ich überhaupt hier lang? Ich muss hier lang, okay. Was ist da unten? Moment. Hundi, ich vertraue dir, aber ich will... Ah, eine Kiste. Gunst des Feuers, Feuerwirbel. Nee, 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 sorry, aber im Moment bin ich zufrieden mit meiner Dings. Ich weiß, ob es dauert, muss ich es ändern, aber... Alter. Verdammt, immer dieses Gehenne. Warum? Hinterher! Sag mal, ihr Feiglinge, kämpft, steht eurem Mann. Wenn sich ein Gegner verteidigt, bringt es nicht viel, ihn von vorne anzugreifen. Umkreis ihn und greif ihn von hinten an, um seine Verteidigung zu umgehen. Ich wollte brechen sagen. Hm. Bestimmte Fertigkeiten wie lodernde Klinge oder Magierladung sowie einige Esper-Fertigkeiten, beispielsweise Phönix-Lurschwinge, können die gegnerische Verteidigung auch direkt von vorne durchbrechen. Wir haben sie! Ich glaube, sie haben uns erwartet. Ach was. Ach so. Ha! Los! Nicht zu lang, Mann. Mal gucken, wann ich die Trophäe dafür bekomme, dass ich, für die Finisher, meine ich. Los! Geh doch hin! Okay.
Hier sind überall Gegner, überall. Zeig's ihnen, Großer! Das mit dem Tod den Verrätern klappt aber gerade nicht so, oder? Ach, sie lädt noch auf. Scheiße, okay. Vollstrecker! Okay. Du weißt, was du tust. Oh mein Gott, ich sehe bei dem Blitzgewirbel fast gar nichts, Leute. Ich kämpfe gerade blind. Lass sie nicht entkommen! Und es hat sogar funktioniert. Aua. Ich habe mal den Zeh gestoßen. Oh, kennt ihr das? Das tut manchmal so weh, sich den Zeh zu stoßen. Oh. Okay, ich muss erstmal Loot einsammeln gehen. Das waren doch einige. Habe ich hier hinten keine besiegt? Offensichtlich nicht. Na gut, dann gehen wir mal in die Dings rein. In die Kirche, in die Kathedrale. Da will sie uns ja sowieso haben, die gute Benedikta. Was? Was ist das? Was? Es geht nur durch die Kapelle weiter. Die große Gvigor scheint Pläne für uns zu haben. Tja, die Kleine ist halt gekränkt. Gekränkte Frauen können manchmal wirklich barbarisch sein. Gut, gekränkte Männer auch, aber trotzdem. Was zur Hölle ist hier passiert? Bisschen spät für ein Gebet. Als wäre ich so verzweifelt, auf den Segen falscher Götter zu warten. Nein, ich warte auf dich. Hab mich auch beeilt. Für Dramatik hast du gesorgt. Gut, zur Sache. Wo sind die Männer und Frauen aus Kielbrück? Du meinst den Dominus. Er wird bis auf Weiteres in Valuts Diensten stehen. Komm zurück, Sedolphus. Ich brauche dich. Stell dir nur vor, was wir erschaffen könnten. Die Welt, die wir wollten. Du willst mich? Dein König will mich. Eine neue Welt will ich auch. Nur nicht seine. Der Wahnsinn, den er dir verkaufen will, ist so leer wie falsch. Begreif es doch endlich. Der König hat dich gerettet und das ist dein Dank dafür? Wie kann man so treulos sein? Ich lass mich nicht benutzen. Nicht so wie du. Was weißt du schon, Sedolphus? Genau. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Oder was du willst. Nur hast du früher immer gesagt, du willst dich nicht verstecken. Hast gesagt, du willst frei sein, von all dem frei. Sei wieder ehrlich zu dir selbst. Waren deine Ziele es wirklich wert, dass du dich dafür aufgeben musstest? Muss ich mich in deinen Augen etwa dafür schämen, meine Vorzüge für mich zu nutzen? Hab ich nicht gesagt. Aber so wie es aussieht, tust du dir selbst leid. Eine hohe Predigt, Herr Kommandant! Wie konnte ich nur glauben, du könntest dich ändern? Die einzige Person, die mir leid tut, bist du! Ich kann das nicht mehr. Wenn du dich dem Traum meines Herrn in den Weg stellst, lässt du mir keine Wahl. Adieu, Sedolphus. Bleib da, Clive. Nein. Ich
warte. Du weißt schon, dass du mich jetzt noch mehr angepisst hast, oder? Vernichtet sie! Ach, gegen die habe ich doch schon mal gekämpft. Wenigstens sind es nicht mehr drei gegen einen. Du weißt, was zu tun ist. Nur zwei gegen einen, also oder zwei gegen zwei, aber trotzdem. Hier drüben! Kriege ich irgendwas gebrochen, oder? Oh nein, ah! Was machen sie jetzt? Oh, scheiße. Welche Taste? R1! Oh Gott, diese scheiß Quicktime-Events. Wer hat denn gesagt, dass Quicktime-Events noch cool sind? Die wollten es wissen. Die waren nicht so gut drauf. Ob Benedikt da jetzt auch pisst ist? Sid, alles in Ordnung? Sehe ich so aus? Nö. Sag mal, sind alle Dominos so krank? Ich meine, Joshua war es ja auch. Benedikta ist sicher auf dem Weg zum Dominus. Du musst ihr nach. Schnell, bevor es zu spät ist. Im Gegensatz zu dir hat sie Flügel. Was ist mit dir? Ich brauche hier noch einen Moment. Sicher. Bitte stirb mir nicht, ja? Das wäre voll nett. Komm, Torgal.
Ich weiß nicht, ich bleib mich mal ein. Ich habe keine Ahnung, wann zwischensequenzmäßig was kommt. Muss ich hin? Okay. Aber was ist mit der anderen Seite? Da. Warte mal. Ist hier irgendwas Schönes für mich? Eine Kiste. Mit Meteorstein. Hund sagt da lang. Und das sieht er auch nicht ein, anders zu gehen. Sie muss hier irgendwo sein. True. Ich habe meinen Heiltrank wieder, den ich benutzen musste. Cool. Okay, da will ich aber hier lang. Ah, okay. Die Gunst des Feuers, ja. Torgel ist vorgerannt. Er sagt sich, mein Herrchen ist so doof. Ich gehe vor, dann weiß er, wo es lang geht. Oh, kann ich hier auch rein? Nein. Ja, ja, ich komme ja schon. Wir haben Befehl zum Rückzug. Einige Gegner wirken die Magie Vita, um Verbündete in ihrer Nähe zu heilen. Es empfiehlt sich, die Gegner, die Heilzauber verwenden, zuerst zu töten. Ein Kaiserhalt wie all die anderen. Oder ich töte die einfach schnell genug, dann können die nicht mehr geheilt werden. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Idee. Das ist wie wenn man nicht verletzt werden möchte, einfach nicht treffen lassen. Nicht, dass ich das umgesetzt bekommen würde, aber ich finde die Idee gar nicht schlecht, so vom Konzept her. Wenn man nicht verletzt werden will, einfach nicht treffen lassen. Das ist ein bisschen wie wenn du nicht ins Gefängnis möchtest, mach einfach keinen Straftat. Ja. Kann ich nicht hier lang? Ah, was? Hallo. Wie wäre ich denn da dran gekommen? Ich bin schon fast oben. Du bist fast oben, da hast du gekommen. Vor Sonnenaufgang sollen wir weg sein! Vor Sonnenaufgang sollt ihr weg sein. Das ist nicht schlimm. Wir sind Hunde mit Leiden. Oh no. Torgel sagt da lang, dann gehe ich einmal kurz hier lang. Ah, okay. Oh. Leute, es ist immer noch draußen so scheiße warm. Ich schwitze am Controller so sehr und doch muss ich weiterspielen. Ich kann auch überhaupt nichts Geistreiches sagen, weil mein Gehirn einfach nicht richtig funktioniert bei dem Wetter. Hi! Was sucht der denn? Wo kommen die alle her? Keine Ahnung, ich bin da aus Versehen reingeraten. Ich wollte mal Hallo sagen und dann. Du weißt, was du tust. In dem Magier erstmal machen, bitte. Hier drüben! Oder so schnell töten, dass alle tot sind. Also, aber das ist. Nicht zum Gleichen! Wer heilt die denn hier? Ich sehe es nämlich manchmal nicht. Fast vorne! Es ist mir zu unübersichtlich. Ich sehe nicht, wer die heilt. Oder ob ich den schon erledigt habe. Hoffentlich ist sie nicht schon weg. Naja, also ich glaube nicht. Was? Ach so, ich bin also quasi einfach anders gegangen. Okay. Keine Ahnung, Leute. Hallo? Na, wie geht's? Du bist ja riesig. Ja.
Sein Wille ist gleich gebrochen. Hier drüben. Schnapp sie hier. Ah, die habe ich alle gerade nicht. Scheiße. Ja, fast Torgal. Hier drüben. Ja, da kommt. Du weißt, was zu tun ist. Hier drüben. Willst du mehr? Nein, nein, ich will erst den hier erledigen und dann können wir weiter gucken. Er ist gebrochen! Und gestorben. Er will da lang. Hier ist zugegebenermaßen, glaube ich, auch gar nichts anderes. Ne, keine Kiste oder so, okay. Na gut, dann gehen wir da lang. Warte, ich schwitze, ich schwitze, ich schwitze. Toggle, warum? Wo willst du lang? Ach so. Da war ja was. Treppe da hoch, okay. Hi. Fast Toggle! Mir tut Sid immer noch leid. Ich würde Sid gerne lebend sehen. Nicht, dass der mir hier noch wegstirbt und so. Ich glaube, ich muss da hoch, oder? Torgal bellt. Warum bin ich falsch? Endlich. Wie endlich, Nach da oben, ne? Ja, Toggle. Also wirklich. Da wartet sie auf mich. Ey, Benedikta. Ich muss sagen, dass der alte Mann mich enttäuscht hat. Tragisch. Anders als du. Zweimal schon hast du meine Schwestern bezwungen. Du hast außerordentliches Talent. Was machst du bei diesen Galgenvögeln? Wenn du Geborgenheit suchst, biete ich dir unter Alter, meinen Flügeln ein Wandsplätzchen. Alter, du alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, oder was? Was ist du falsch weißt genau, mit dir? Genau, was ich will. Überlass mir den Dominus und ich lasse dich gehen. Du wagst es, mir Befehle zu erteilen. Ja, wenn du nicht ständig für alle die Beine breit machst. Du kleines, freches Lamm. Dein Geblöke werde ich nicht länger über mich ergehen lassen. Oh, sie kommt mit Abfuhr echt jetzt schlecht wird es zurecht. Zeit für dich zu schweigen. Sieh der Wahrheit ins Auge, Träger. Niemand hört dir zu. Du bist allein. Du bist garstig und verbittert. Komm, mein Lämmchen. Auf die Schlachtbank mit dir. Und ein bisschen krank ist sie auch noch. Lass sie nicht entkommen. Nein, nein, hab ich nicht vor, aber. Dämliche Biatch! Ich sollte meine Fresse nicht so aufreißen. Die macht echt ordentlich Schaden. Ich aber auch, fällt mir gerade auf. Hinterher und ausweichen. Jetzt bin ich aber ausgewichen. Verdammte Scheiße nochmal. Du weißt, was zu tun ist. Fast Torgal. Genau, fast Torgal. Ah, ich hab nichts mehr. Scheiße. Dann halt so. Aber die ist eh gleich. Die ist erledigt, die ist erledigt, die ist erledigt. Der Kampf war zu leicht. Da kommt doch noch was. Warte mal, was? Wo ist er? Ich frage nicht nochmal. Muss ich jetzt echt einen Esper töten? Das wirst du bereuen. Ich hab's befürchtet.
habe ich verdient, weil ich falsch gedrückt habe. Alter! Dafür stirbst du. Schrei so laut du willst. Niemand kann dir mehr helfen. Warum erinnert die mich so heftig an, an Sephiroth? Frag mich nicht. Vielleicht ist das auch beabsichtigt. Ich bin ohne Torga. Ich muss aufpassen, dass ich bloß nicht so oft von der getroffen werde. Das hat nämlich richtig wehgetan. Sagte ich und werde getroffen. Scheiße, ey. So langsam. Knapp vorbei. Alter. So langsam. Aber immer diese auf Distanz gehenden Angriffe, du dämliche Schnäpfe. Ja, jetzt hab ich dich, aber meine Fresse, Ding. Und gleich bist du gebrochen und dann. Ich hab keine Attacken, Scheiße. Egal, drauf geschissen. Ich hab alleine 5000 Schaden gemacht, Leute, ja? Genug gespielt. Jetzt warte ich aber, welche Taste die Bohnen wollen. Ich werde dich zerquetschen! Ha, diesmal nicht. Staub zu Staub. Ah.
Magazin, Großer. Ich liebe Final Fantasy für diese epischen Kämpfe. Ich lieb's. Schnapp sie dir. Die kriegen wir. Komm, die kriegen wir. Komm, die kriegen wir. Jetzt ist sie wieder pisst, ey. Scheiße. Nein. I don't care. Ich hab dich fast. Ich bin gierig. Leb wohl. Und tschüss, Benedikta. Wie kann ein Träger? Nein! Wieso lebst du noch? Warum bist du immer noch nicht tot? Warum? Ich sag dir warum, Benedikta. Er kämpft für etwas, an das er glauben kann. Sei still! Was willst du hier? So, das war's. Der Dominus, wo ist er? Wer? Was bist du? Hat sie jetzt ihre Kräfte dafür nicht mehr? Es reicht mir. Ungelogen. Was? Das ist sehr unbeeindruckend jetzt. Sie ist weg. Was ist passiert? Gib sie her! Milady! Wo ist sie? Wo ist Garuda? Was hast du mir angetan? Gib sie zurück! Fasst euch, Milady. Wir brauchen euch doch. Was ist hier los, verdammt? Ich gebe zu, jetzt tat sie mir tatsächlich ein bisschen leid. Ihre Kraft, du hast sie ihr genommen. Aber wie? Das weiß er selbst nicht. Oh oh. Ich hoffe, die Träger sind schon raus. Clive? Der Laden bricht gleich zusammen. Und dann will ich nicht hier oben stehen. Wenn dein Dominus schuld am Feuer ist, und da wette ich drauf, ist er längst weg. Verdammt nochmal. Aus großer Kraft. Okay. Voll große Verantwortung. Auch Final Fantasy hat Spider-Man geguckt. Wer bist? Bist du vielleicht Joshua? Kann das ist? Bist du Joshua? Was war das? Unsere Ablenkung hat funktioniert, Euer Gnaden. Die Gefangenen konnten fliehen. Du bist Joshua. Ja.
Womit übrigens ja dann immer noch nicht geklärt ist, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, wer Ifrit war. Ich weiß, wer Ifrit war, weil das sehr deutlich war, aber irgendwie habe ich mir sagen lassen, dass das angeblich die große Überraschung des Spiels sein soll. Das tut mir leid, wenn ich die Überraschung jetzt vorweggenommen habe. Wenn ich jetzt auch irgendwas aus Versehen gespoilert habe, I don't know, aber Final Fantasy Stories sind schon immer sehr berechenbar gewesen. Was die nicht minder epischer gemacht haben. Oh, sieh doch, der Morgen bricht an. Noch mehr Soldaten. Gleich kommt die Frühschicht, die ohne ihren morgendlichen Haferschleim sicher nicht gut gelaunt ist. Komm, wenn die uns hier beim Kehr erwischen, dann könnten sie voreilige Schlüsse ziehen. Gut. Ich mache jetzt hier einen Cut rein. Wir haben also den ersten Esper quasi besiegt und damit in uns aufgenommen. Es war ein Wunsch von mir, dass er die Fähigkeiten übernimmt. Nicht das, also ich finde es cool. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirkt. Vor allem wenn... Aber wie wollen wir denn dann die von Sid und Jill kriegen? I don't know. Ich lasse mich überraschen. Aber ich konnte in dem Moment wirklich verstehen, wie verzweifelt sie war, weil sie ist ja, glaube ich, ihr Leben lang damit groß geworden, dass diese Esper in ihr ist. Jetzt ist sie nicht mehr da. Ich glaube, der Junge, den wir da unten gesehen haben, das ist nicht der Ifrit, sondern der Phönix eben. Und das, wie zu erwarten, der Phönix, das war meine Theorie, weil es ist ein Phönix, der aus der Asche kommt, nicht wirklich gestorben ist, vielleicht für den Moment, aber ich glaube und hoffe sehr, dass es am Ende nicht Feuer gegen Feuer ist. Das wird mich sehr enttäuschen von Final Fantasy, gebe ich zu. Glaube aber, dass, wenn wir erstmal herausgefunden haben, wer der zweite Feuerdominus ist, dass Clive dann eventuell auch versteht, was damals passiert ist mit sich. Denn ich glaube, er ist der er sagt es ja immer wieder, er weiß nicht, da war ein zweiter Feuerdominus. Und das war halt er. Das hat er selbst aber nicht mitbekommen. Ich bin gespannt, wie sie es auflösen. Ich glaube nicht, dass ich falsch liege, weil wie gesagt, Final Fantasy Stories waren bis jetzt nie überraschend, aber immer episch. Ich muss auch sagen, der Kampf war saugeil inszeniert gegen Benedicta. Und es ist erst der erste richtige große Bosskampf gewesen. Da kommen ja noch größere Bosskämpfe auf uns zu. Cool. Nächstes Mal schauen wir mal, wie es weitergeht, was jetzt unser Ziel ist. Na, den Dominus finden, schon klar. Vor allen Dingen, der Kleine mit der Kapuze dürfte in etwa wirklich die Größe haben, wenn wir überlegen, der war damals vielleicht, lass den 10 gewesen sein, dann ist er jetzt 23. Oder lass ihn sogar noch jünger gewesen sein. Ich weiß nicht, wie jung Joshua wirklich war. Wenn, sagen wir mal, er war 8, weil Final Fantasy ja ein bisschen verschrobenes Bild hat, wie sie Charaktere darstellen, dann ist er jetzt immer noch unter 20. Das wird es halt auch erklären, warum der mit Kapuze so jung aussieht. Okay, also, haut rein, ihr Lieben.